Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Almar. Wir gehen. Die schmutzigen Geheimnisse der Bürgermeisterin gelangen an die Öffentlichkeit. Die Umfragewerte sind gesunken. Die Leute machen endlich die Augen auf. Der Podcast funktioniert. Wisst ihr, was noch funktioniert? Mealtime, eine coole neue App, mit der ihr eure Meals ganz easy timen könnt. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir starten heute hoffentlich in die Qualifikation. Ich hätte gern. Aha, ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, wir dürfen nicht in die Qualifikation. Doch, dürfen wir. Heute ist Samstag, es geht los. Hey, wollte dir nur viel Glück wünschen. Danke, Ryder. Ich muss nur als erstes über die Ziellinie. Hast du das Babypuder noch? Hat ein 1967er Mustang einen 289 Kubikzoll V8 Motor? Das will ich hören. Und denk dran, überall, und damit meine ich auch überall. Jo, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir gehen heute in die Qualifikation. Wer das gewinnt? Die dritte überhaupt jetzt. Jo, hab super Neuigkeiten. Egal, was heute Nacht noch passiert, wir haben es geschafft. Was soll das heißen? Komm nach dem Rennen zu mir. Diesem Team stehen bald ein paar neue Türen offen. Gut. So, da unten ist das Event, da können wir rein. Wir haben jetzt drei Autos. Schon fertig. Der Dings wurde nur drei, warte mal, Event. 100.000. Was haben wir denn hier? Kurvenlegende, Speedrennen, Strahlwerberwag. Es klingt erstmal alles leicht. Na dann. Ja, den Nissan nehmen wir natürlich. So, wir dürfen. Was haben wir denn? Gewinnen wir denn? Ebenfalls ein Nissan. Gut, den habe ich ja, das haben wir schon gesagt. Lande auf dem ersten Platz, um dich zu qualifizieren. Zeit deinen ersten 6, Zeit deinen ersten 3 und gewinne. Vor allem mit 5 Cops. So, 8 Autos haben wir insgesamt. Wir müssen. Ich hätte gerne das T-Shirt mal raus. Ja, habe ich. Das war mir fast klar. Das ist natürlich jetzt blöd, dass der sich natürlich vor mir quergestellt hat, warum auch immer. Tschüss. Momentan eh nur Vierter, aber das ist nicht schlimm. Solange wir die ersten sehen. Oh ja, Mann! Geh mir nicht auf den Senkel mit deinem Scheiß! Ich bin ein NPC! Ich kann einfach sau dir einfach mal kurz deine Hintes drin. Ist natürlich, dass die alle natürlich schön jetzt Medusa schon. Wow. Ja, natürlich, mit deinem Scheiß. Ich muss doch. Scheiße, ich bin momentan. Ey. Aber weil kenne ich mir so alle auf. Mann! Könnt ihr mal eigentlich aufhören, mich dauernd abzufacken? Zentrale, hier Interceptor. Nehme die Verfolgung ebenfalls auf.
Meine Fresse, ey. Könnt ihr mal die NPCs eigentlich... Könnt ihr bitte mal auch die anderen sagen und nicht nur mich? Das war knapp. Ja, natürlich blockt... Jetzt mal blockt dein scheiß NPC auf. Ja, fick dich doch, ey. Du bist schon wieder dran. Ich muss da unbedingt noch hin. Ich muss einkaufen. Hey, der zweite Platz ist nicht schlecht. Können die eigentlich auch mal aufhören? Mir auf den Sack zu gehen. Ich meine, ich bin Sechster. Es ist nicht schlimm jetzt, aber trotzdem. Den Lambo habe ich noch gekriegt. Ich bin sogar noch Fünfter geworden, aber ich bin dabei. Und die Justicia ist raus. Endlich ist die Alte weg vom Fenster. Justicia und Maya. Das war Medusa. Das war Medusa, die raus ist. 600 AT. Wow. Na gut. Nächste. The God Hour. Ja, bin ich. Natürlich! Natürlich! Natürlich passiert genau die Nummer. Der Kopf wird vorbei, ballert mir ein geparktes Auto über die Nase und ich bin auf einmal wieder weiter zurückgefallen. Ja. So, zweiter. So, jetzt baller ich, hole ich mir den Typen da vorne hoffentlich. Ey, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe wahrscheinlich Leibig und Medusa gegen mich, oder? Ja. Jetzt haben sich Chase erwischt. Und Anishka. So, jetzt muss ich das letzte Rennen noch gewinnen. Und zwar den Riverwalk. Thank you.
die Zielperson im Blick und nehmen die Verfolgung auf. Genau deshalb liebe ich ihn. Sonderwagen wird sie fertig machen. Das Objekt ist fahruntauglich. Wie gut sehe ich aus? Wie gut sehe ich aus? Boah, geh mir nicht auf! Mann! Geht mir nicht alle auf den Sack jetzt gerade! Ihr müsst nicht in den Gegenverkehr reinballern, Mann! Entschuldigung. Eliminiert! Danke, weil ihr mir einfach nur die ganze Zeit auf der Pisse geht, ey. Bip, 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 bip. Wir müssen unbedingt dich wegschießen. Die ganze Zeit zu zweit gegen mich, sodass sie mich schön in den Gegenverkehr ballert. Tschüss. Lass mich in Ruhe, lass mich einfach nur in Ruhe gerade. Tut mir leid. Entschuldigung, dass ich mich darüber aufrege. Mann, ich will doch einfach nur dieses Scheißrennen gewinnen. Schön, dass sie jetzt erstmal die ja. Gott sei Dank, ey. Sorry, wenn man da ausrastet. Ey, manchmal nervt das, ey. Wenn du dann drei Kopf um dich rum hast und die dich nur dich gegen den Gegenverkehr, in den Gegenverkehr. Die anderen juckt die gar nicht. Ja, lass die fahren. Den müssen wir da, den Spieler müssen wir einballern. Ich hab die Quali geschafft, liebe Leute. 200.000 Euro. 200.000 Dollar und ein Auto. Geschafft. Jo, was geht? Gratuliere. Hey, wirklich jeder hier will auf dich oder Jasmine beim Lakeshore Grand wetten. Und wie viel Geld setzen wir auf mich? Guter Punkt. Ich schlag dir was vor. Wo ist Jasmine?
Oh, hey. Hi. Was machst du da? Oh, du hast es ins Finale geschafft. Mach dich drauf gefasst, gegen mich zu verlieren. Das hier. Genau das hier will ich von euch sehen. Die Menschen lieben so ein Drama, hm? Dank dir, Liebes. Ach, gern geschehen. Tess und Jess arbeiten zusammen. Aha. Was ist besser als Drama? Ein überraschendes Ende. Was wäre, wenn keiner von euch gewinnt? Ha? Was? Zeit, euer Kriegsbeil zu begraben und euch zu helfen. Spitzt die Ohren. Alec möchte, dass wir uns unterhalten, darüber, wie das Leben ausgeht. Was soll der Bullshit? Das frage ich mir auch gerade. Nach allem, was passiert ist, mache ich mit der doch nicht gemeinsame Sache. Habt ihr vergessen, warum wir das hier tun? Der Kohle wegen. Ich meine, seht euch um. Richtig viel Geld verdient man jetzt mit Wetten. Wen interessiert's schon, wer gewinnt? Denkt doch mal nach. Ich? Wenn jemand von euch beiden als erstes ins Ziel fährt, dann verliert einer eurer Bosse einen Haufen Cash. Und ihr wisst genau, was die vom Verlieren halten. Du verziehst dich lieber, bevor ich Alec von diesem Scheiß erzähle, Mann. Ich bin nur die Bote. Glaubst du echt, du kennst ihn wirklich? Als ob ich Scheiße reden würde. Verpiss dich! Das lief gut. Niemals auf ein Pferd setzen, was? Versau uns das nicht. Denk doch mal an Rydell. Zieh Rydell da nicht mit rein, Tess. Wir sind durch. Ich hab euch gesagt, wie das hier läuft. Ich öffne Türen, wir verdienen Geld. Das war die Tür, kapisch? Das war die Tür! Jo. Ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen... Also das war letzte Nacht, was? Weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Tess oder diese ganze Szene. Rindmanipulation? Was für eine Scheiße. So sollte das nicht sein. Aber du hast ihn Angst gemacht. Das heißt, du bist eine echte Herausforderung. Das ist noch nicht vorbei. Das frage ich mich auch gerade. Oh, Ford GT. So, Wagen kaufen. Wir gucken mal, wir müssen ja sowieso jetzt ein... Wir müssen ja sowieso jetzt ein neues Auto kaufen. Der würde mit 22,5, der will gar nichts bringen. Der würde mir 60.000 immerhin bringen. Aber ich brauche ja ein Auto, was jetzt mit S Plus dabei ist. Und da ich mir meine eigenen Autos aufbaue, gerne, verticke ich den wieder. Tschüss. So, jetzt sind wir bei 292.000 und ich muss mir jetzt definitiv erstmal ein. Warte mal. Hab ich jetzt gerade. Ah, plus. Habe ich gerade mal. Habe ich mir gerade meinen Skyline verkauft? Nein, habe ich nicht. Oh Gott. Gott, ich dachte schon nicht. Ich dachte gerade, ich habe jetzt meinen Skyline jetzt verkauft. Nein, wir haben die nicht verkauft. Wir müssen nämlich ganz gucken, dass wir für die letzte Stufe unser S-Plus-Fahrzeug bekommen. Ja, wir können den gar nicht verkaufen, weil... Ne? Oh Gott, ich hab schon gerade Schock gekriegt. Ich habe gerade einen kleinen Schock gekriegt. Habt so den Fokus, kann man gar nicht. Zerstöre alle Plakatwand. Okay. So. Gut, gucken wir mal, was wir haben. S Plus. AMG Black Series. Ich glaube, den haben wir gerade sogar. Ne, wir haben nur den AMG. Die Black Series. Der kostet 204.000, würde mir 288.000 kosten. Ich überlege gerade, ob ich die Corvette nehmen soll. Ich glaube, ich nehme die Corvette. Jo. Für mein S Plus. So. Gerade nochmal gucken.
Oh, schönes Auto. Jetzt habe ich die Corvette ZR. So, jetzt habe ich das Auto. Und jetzt werde ich den aufbauen. Leistung. Teile. So. Ich baue jetzt nach und nach mein Auto auf. Also ich baute mir jetzt gerade ein bisschen auf. So. So, passt soweit. Dann haben wir das auch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Und dann geht's weiter mit Let's Play Need for Speed Unbound. Und dann geht's in die Vorbereitung auf die nächsten Events. Ich guck mal gerade. Genau, The Grand. Da brauchen wir nämlich 4 Autos. Und dafür kriegen wir den 88er Countach, den wir ja am Anfang des Let's Plays verloren haben. Der The Grand heißt. Aber wie gesagt, wir werden ein bisschen was tun müssen. Nach und nach bauen wir uns dann die Corvette auf für das letzte Rennen und dann haben wir alle 4 Autos. Und der kostet uns 200.000, bringt da, würde das was den kosten. Also, wir haben ein bisschen was zu tun in den nächsten Episoden und dann geht's bald ins Finale mit Let's Play Need for Speed Unbound. Bis dann, tschüss.